Und weiter geht's mit Dragons Aufstieg von Berg. Wir checken als erstes mal unsere Drachen ab. Den pimpen wir erstmal auf den Tornado und klatschen den bis auf Level 24. Dann würde ich sagen, checken wir weiter ab. So, und schicken unsere Drachen neu los. Das mache ich jetzt einfach mal ganz schnell. So, das haben wir auch erledigt. So, dann haben wir die hier auch losgeschickt. Das ist der Gruff, der Regenschneider, der Krallenkrabbler und der Sturmpfeil. Die sind alle auf Level 51. Dann schicken wir unser Nada hier los. Hier oben haben wir auch noch 5 Nada. Die schicken wir auch gleich nochmal los. Dann haben wir den Holzklau hier am Start, der ist für Holz zuständig, wisst ihr ja, genauso wie der Hakadu. Hier unten haben wir auch noch einen Hakadu auf 54 und den Schockrachen auf 54. Also hier auf der Insel sind, oder auf dem Inselteil, sind alle auf Level 54, außer unser Sturmpfeil, den haben wir gerade zum Titantraining geschickt. Ich bin mal gespannt, ob das auch ein Titan-Drache wird. Das checken wir gleich mal ab. Jetzt würde ich sagen, pimpen wir erstmal unseren Knochenräuber auf. Den können wir jetzt auch zum Titantraining schicken. Für 4 Stunden und 30 Minuten 9 Mille kostet das. Aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Wir sammeln jetzt erstmal Material mit ihm. Und zwar Fisch. Außerdem pimpen wir unseren Marktplatz auf. Jetzt haben wir 1000 Wikinger am Start, so wie es sein soll. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Maximalanzahl der Wikinger. Unsere Drachen machen auch gut Bambule, also alles im grünen Bereich. Jetzt können wir nochmal kurz durchgucken, ob alle Drachen auch wirklich losgeschickt wurden. Aber es sieht erstmal so aus. Jo, sehr schön. Dann gehen wir mal kurz auf unsere Halle hier, gucken, wie viele Drachen wir am Start haben. 23, also können wir einen Drachen von Berg runternehmen. Wie ihr seht, haben wir ja in der Akademie jetzt gerade nur einen Drache zum Training. Von daher können wir jetzt ein paar andere trainieren. Also der eine Drache wäre der Dagos Grill, der wird gerade von Level 49 auf Level 50, von Level 39 auf Level 40 trainiert. Einen Tag und 16 Stunden braucht er noch. Dann unsere nächste Option wäre der Tornado, also den zum Training zu schicken. Dann haben wir einen Tag und 18 Stunden könnten wir unseren Schädelbrecher noch zum Training schicken. Ist eigentlich ja nicht so eine schlechte Idee. Aber den hauen wir trotzdem erstmal in unseren Hangar. Dann würde ich sagen, gehen wir in unseren Hangar mal rein und checken ab, was wir da für Drachen haben, die wir trainieren können. Da weiß ich jetzt noch nicht genau Bescheid, welchen wir nehmen können. Dann gucken wir einfach mal weiter. Wir können ja mal gucken, wie lange der Rumpelhorn braucht. Der bräuchte jetzt 8 Stunden zum Training. Wäre eigentlich eine gute Alternative. Also sagen wir erstmal vielleicht den Rumpelhorn für 8 Stunden. Dann gehen wir nochmal hier rein und gucken weiter. Der Donnertrommler, können wir auch mal gucken, wie lange der braucht. 4 Stunden 45, nee, den nehmen wir nicht. Dann nehmen wir gleich nochmal in unseren Hangar. Der Rumpelhorn wäre auf jeden Fall eine gute Alternative, genauso wie der Tornado. Das sind eigentlich zwei ja nicht so schlechte Drachen, finde ich. Der Taifumerang und der Schädelbrecher wären aber auch nicht verkehrt. Aber der Schädelbrecher braucht ja so lange, wissen wir ja. Einen Tag und 18 Stunden. Jetzt gucken wir mal hier bei dem Taifumerang, wie lange der braucht. Ah, den müssen wir erstmal aufpimpen. 12 Stunden, das ist doch eigentlich ja nicht so verkehrt. Dann schicken wir den einfach mal los. Oder nee, den nehmen wir auch nicht. Wir nehmen jetzt, wir machen Nägel mit Köpfen, würde ich sagen, und entscheiden uns jetzt einfach mal für den Rumpelhorn.
Müssen wir mal gucken, ob wir dann einen zweiten Drachen noch irgendwo platzieren können. Ja, da oben ist noch auf jeden Fall noch Platz, von daher haut es hin. Dann schicken wir den erstmal los und als nächstes nehmen wir dann aus dem Hangar den Tornado, würde ich sagen. Den klatschen wir hier oben hin und schicken den auch gleich für 9 Stunden und 15 Minuten zum Training. Jetzt ist unsere Akademie wieder voll. Sehr schön, 3 Drachen sind drin, so wie es sein soll. Unser Knochenräuber, den können wir jetzt eigentlich zum Titantraining schicken, aber das mache ich erstmal nicht. Ich sammle lieber Material, um dann später meine Akademie auszubauen. Dafür brauche ich nämlich 727 Mille. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die schon ausgebaut habt. Auf Level 9 würde mich auf jeden Fall interessieren. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Außerdem würde mich interessieren, ob es möglich ist, das Holzlager und das Fischbecken nochmal auszubauen, also auf Level 17 eventuell. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Mein Ohnezahn ist gerade noch on Tour, der sucht nämlich gerade den Schrecken der Meere. 1 Tag und 12 Stunden hat es gedauert, jetzt braucht er noch 1 Tag und 2 Stunden, bis er zurück ist. Ich bin gespannt, ob er uns was Anständiges mitbringt. Wir checken jetzt erstmal unseren Schockdrachen ab. Drehen einfach mal. Komm. Ah, dumm gelaufen. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall mehr Erfolgschancen, um den Schockdrachen weiter zu pimpen. Also zum Titandrachen mit sozusagen zu machen. Den können wir jetzt auch nochmal losschicken für 3,96 Mille. Aber das lasse ich erstmal. Der kann eigentlich... Ah, Material kann er eh nicht sammeln. Von daher, der bleibt erstmal zu Hause und chillt eine Runde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sind erstmal durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr wollt auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Ein positiver Daumen wäre auf jeden Fall wieder mal ein Traum. Außerdem solltet ihr das Teilen nicht verpeilen, um anderen Leuten die Chance zu geben, meine Videos zu sehen. Gut, wir sind durch, wie gesagt. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.